Wir haben jetzt diese noch ausstehenden 2 Stunden ein bisschen zweigeteilt. Es gibt 2 Runden. Wir haben zunächst einen kleinen Vortrag, dazu gleich, mit 3 Rückfragen, die dann auch nochmal direkt beantwortet werden. Und dann die zweite, etwas längere Runde ist dann eine Podiumsdiskussion, wo wir den Kreis erweitern werden. Diese zweite Runde stelle ich dann vor. Ich möchte Ihnen aber jetzt gerne gleich in einem, damit wir dann etwas flüssiger ins Gespräch kommen können, den Redner, die Redner und die Rednerin der ersten Runde vorstellen. Ja, und da freue ich mich zunächst ganz besonders, Herr Schwabe, dass ich Sie in diesem Kreis hier begrüßen darf. Frank Schwabe ist Mitglied des Bundestags für die SPD seit 2005. Er ist schon viele Jahre mit Menschenrechtsfragen befasst und seit Januar eben Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit und in dieser Funktion für die Fragestellung, die wir jetzt diskutieren, hier ganz wichtig. Und Herr Schwabe, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Erlauben Sie mir kurz, dass ich noch die 3 Personen vorstelle, die danach sprechen, wobei die Vorstellung für die meisten gar nicht mehr notwendig ist, weil alle 3 in der ersten Runde auch schon gesprochen haben. Katja Voges hat heute Mittag moderiert. Frau Dr. Katja Voges, Referentin für Menschenrechte und Religionsfreiheit bei Missio. Dr. Bernd Hirschberger hat auch schon gesprochen, Referent für Menschenrechte bei der Deutschen Kommission Justitia et Pax. Und schließlich Herr Milan Ivic, Missio-Diözesanreferent in Berlin mit dem Schwerpunkt politischer Vernetzung. Auch Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Nun freue ich mich aber, dass ich das Wort an Herr Schwabe geben kann und möchte Sie bitten zu beginnen. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen allen. Ich muss meine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Paulo, mal besonders begrüßen. Das gehört sich so. Also vielen Dank für diese Konferenz, für die Initiative, auch gerade dieses Thema besonders zu bearbeiten. Ich will gar nicht den Versuch machen. Ich konnte leider heute Nachmittag nicht folgen, weil es noch ein paar andere Dinge gab heute. Aber ich will nicht den Versuch machen, das besser zu machen oder zu wiederholen, was heute schon gesagt wurde, was, glaube ich, aus berufenerem Munde auch wissenschaftlich sauber aufgearbeitet, entsprechend vorgetragen wurde. Ich verstehe unser Treffen heute auch ein bisschen als eine Vorstellungsrunde. Ich habe ja mit dem einen und der anderen von Ihnen schon Kontakt gehabt, im Einzelnen, aber in dieser Runde so eben noch nicht. Und will einfach nochmal deutlich machen, was mein Angebot auch ist. Mein Angebot ist als in der Tat Sozialdemokrat, der vielleicht nicht geboren ist mit dem Thema Religionsfreiheit, zwar evangelischer Christ ist, aber bisher mit dem Thema Religionsfreiheit nicht sehr befasst war, aber eben doch mit Menschenrechtsthemen, mit globalen Fragen, mit Klimaschutzfragen und vielem anderen, also durchaus eine Gesamtperspektive auch auf Menschenrechtsthemen hat, ein bisschen mitzuhelfen, dass wir einen Konsens stärker entwickeln in der nationalen politischen Debatte, aber auch in der internationalen politischen Debatte, dass das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein ganz wichtiges, nicht das zentrale Recht ist, aber eines der zentralen und ganz wichtigen Menschenrechte ist. Und dass das oft in Rede steht und dass das schwierig ist, damit umzugehen, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass jedenfalls dieses Recht in Gefahr ist, auch missbraucht zu werden. Entweder indem man nur sehr einseitig auf bestimmte Gruppen guckt, die betroffen sind von der Einschränkung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Also manche lassen das Thema Weltanschauungsfreiheit gerne weg, manche gucken dann eben auf bestimmte Religionen. Das passiert im nationalen Kontext. Wir haben ja eine sehr reichhaltige Szene, über die ich auch dankbar bin. Viele, die sich insbesondere um die Unterdrückung auch von Christinnen und Christen weltweit bemühen, sicherlich aus dem eigenen Selbstverständnis, dass sie Christinnen und Christen sind. Aber auch da sage ich, Leute, guckt hin, lasst uns das Thema inklusiver
mehr insgesamt angehen. Das hilft dann am Ende auch den Christinnen und Christen, wenn wir da glaubwürdiger insgesamt rüberkommen. Und das betrifft die internationale Debatte ganz genauso. Ich treffe ja auch viele Menschen und ich glaube, wir kommen nachher unter den Fragen nochmal dazu, auf viele Menschen, die von vielen Regierungen berufen worden sind, sich mit Religionsfreiheit vor allen Dingen zu beschäftigen, die aber sehr aus der eigenen Perspektive immer wieder argumentieren. Natürlich sagen alle, es geht um die Freiheit von allen, aber wenn man denn dann doch konkret agiert, dann ist der Fokus doch sehr stark auf der Mehrheitsreligion in dem Land, aus dem man kommt. Und ich versuche auch das ein bisschen anders zu machen und zwar aus einer Perspektive, der deutschen Perspektive zu kommen, aus einer eigenen persönlichen Perspektive, aber dennoch und vielleicht auch gerade deshalb eben so eine Gesamtperspektive entsprechend zu entwickeln. Das passt manchen nicht. Und da sind wir auch schon bei der Frage von As a warning Religionsfreiheit. for life, Bluetooth mode. Von Religionsfreiheit und Populismus, weil es insbesondere denen gar nicht passt, die eben das Thema Religionsfreiheit wirklich auch für politische Zwecke instrumentalisieren, weil sie daraus politisches Kapital für sich und ihre Bewegung entsprechend schlagen wollen. Wir könnten zahlreiche Beispiele anführen aus vielen Ländern. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, weil es noch gar nicht irgendwo abgestimmt ist, aber wir sind ja gerade dabei, meinen ersten Bericht zu erstellen mit einer Konferenz ja am nächsten Montag, an der hoffentlich viele von Ihnen entsprechend teilnehmen im BMZ. Da wird es ja um das Thema Religionsfreiheit von Indigenen gehen, auch bewusst gesetzt als Thema, um auch nochmal ein ganz anderes Themenspektrum zu eröffnen, um den Zugang zum Thema Religionsfreiheit nochmal anders zu ermöglichen von beiden Seiten, von denjenigen, die sich ja bisher sehr traditionell mit Religionsfreiheitsfragen, vielleicht gerade im Bereich des Christentums beschäftigen, aber auch für diejenigen, die eher sagen, mit dem Thema Religionsfreiheit können wir gar nichts anfangen, aber indigene Rechte schon ganz wichtig finden. Also das wird am nächsten Montag stattfinden, aber ich denke schon darüber nach, wie soll eigentlich der nächste Bericht sein? Es wird ja zwei Berichte geben in dieser Legislaturperiode. Und der zweite Bericht, da ist jedenfalls so meine erste Überlegung, soll sich in der Tat mit der Frage Missbrauch, politischen Missbrauch von Religion beschäftigen, weil schon in dieser relativ kurzen Amtszeit, natürlich auch schon in dem, was ich vorher gemacht habe, das haben Sie ja beschrieben, aber auch in dieser relativ kurzen Amtszeit mir so viele Fälle untergekommen sind und so viele Situationen, in denen eben Religion und auch der Begriff der Religionsfreiheit, der Religionsausübung populistisch, politisch missbraucht wird. Ich war gerade in Brasilien, habe einen sehr tiefen Einblick bekommen in die Wahlauseinandersetzungen dort. Die Lage in Brasilien ist sehr vergleichbar mit der Lage in den USA. Da findet man viele Gemeinsamkeiten, wo eben zumindest eine bestimmte Form des Christentums eben auch, wie ich finde, populistisch missbraucht wird. Gerade habe ich eine Beschwerde bekommen von evangelischen Christen, die aus Indien ausgewiesen worden sind, weil sie angeblich dort Missionierung betrieben hätten. Da sehen wir also, welche Form von Hindu-Nationalismus eben politisch missbraucht wird. Wir könnten das weitergehen, wenn wir über Russland reden und über Herrn Kirill und den Missbrauch der russischen Orthodoxie für Kriegszwecke und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich bedauerlicherweise ziemlich lange entsprechend fortsetzen. Ich will nochmal betonen, wir müssen das gar nicht hier in diesem Zusammenhang machen, dass das Thema der Religions- und Weltanschauungsfreiheit eben eines der wichtigen Menschenrechte ist im Kanon mit anderen Menschenrechten, dass nur 3% auf der Welt ihre Religion und Weltanschauung frei ausüben können und dass Religion beides tun kann. Religion kann verbinden, Religion kann Konflikte minimieren, kann Brücken bauen zwischen verschiedenen Akteuren in der Gesellschaft. Sie kann aber auch das Gegenteil davon tun, kann spalten, kann missbraucht werden, um Teile der Gesellschaft gegen andere entsprechend in Stellung zu bringen. Und das ist das, was eben auch das Thema der heutigen Veranstaltung entsprechend beschreibt. Nochmal, das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist kein
Thema am Rande, sondern es gehört in die Mitte der menschenrechtspolitischen Debatte. Es ist aber eben auch kein übergeordnetes Thema. Und dieses Spannungsfeld, was es gibt zu anderen Menschenrechten, das muss man eben auch aushalten und das muss man auch gelegentlich durch buchstabieren. Ich sage es sehr gerne und das sagen wir alle, dass das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit eines ist, dass wenn dieses Thema, dieses Recht respektiert wird weltweit, dann werden in der Regel auch andere Rechte geachtet. Deswegen kann man es auch stellvertretend sehen für viele andere Rechte, aber man könnte natürlich auch andere Rechte stellvertretend nehmen. Aber es gibt natürlich die Konfliktsituation dort, wo eben bestimmte Bilder von Familie, von Frauen, von herkömmlichen Modellen des Zusammenlebens in den Mittelpunkt gestellt werden und gelegentlich eben auch gegen das Recht von auf Religionsfreiheit gestellt wird. Wenn das geschieht, ist es natürlich schwierig, weil wenn ich da darum werbe, dass eben dieses Menschenrecht allgemein anerkannt wird und gerade im deutschen Diskurs nicht als irgendein, ja, verschämt, als irgendein Sonderrecht sozusagen am Rande der Gesellschaft angesehen wird, dann ist es schon wichtig, sich mit dieser Frage auch, auch auseinanderzusetzen. Ich habe gerade gesagt, ich war in Brasilien, deswegen habe ich diesen brasilianischen Kontext noch besonders vor Augen, habe gesehen, ein bisschen gesehen, das noch nicht so ganz vollständig durchdrungen und verstanden, aber gesehen, wie gerade Bolsonaro eben im Zusammenspiel mit einem Teil der Evangelikalen dort politisch aktiv geworden ist und versucht nochmal zu verstehen, warum das so ist und an welchen Stellen man das auch entsprechend durchbrechen kann. Wobei man eben sieht, gerade im brasilianischen Kontext, dass das am Ende bei aller Frage von Religionsfreiheit und Religionsausübung am Ende ein ökonomisches Modell ist und ein ökonomisches Geschäft ist. Im Grunde genommen sind es Akteure, die sich gegenseitig Macht zusagen und ihre Unterstützung zusagen und dafür, so nach dem Motto, die eine Hand wäscht die andere, Dinge organisieren und Religion im Grunde genommen wirklich, wirklich missbraucht wird und aber leider Millionen und Abermillionen Menschen das mitmachen und wir davon ausgehen müssen, dass sich das in den nächsten, das Phänomen in den nächsten Jahren noch entsprechend auch verschärfen wird. Ich habe jetzt Heiner Bielefeld heute nicht zuhören können, aber weiß ja so ein bisschen von dem, was er sonst so denkt und in die Debatte entsprechend einbringt. Und deswegen kann, glaube ich, dieser Begriff der Vulnerabilität, den er verwendet und der vielleicht auch heute an anderer Stelle gebraucht wurde, ein Stück weit entsprechend weiterhelfen. Weil ich glaube, ein Stück weit eine Vergewisserung, nicht Garantie, aber eine Vergewisserung, dass Religion, der Begriff der Religionsfreiheit nicht populistisch, politisch missbraucht werden kann, ist einfach das Verständnis davon, wer denn eigentlich geschützt werden soll. Es geht ja eben nicht darum, beim Thema Religionsfreiheit eine Mehrheitsreligion zu schützen, die sowieso ausgeübt werden kann und die Rechte dieser starken Gruppe zu schützen gegenüber denen, die vielleicht Familienwerte oder Ähnliches in Frage stellen, sondern es geht immer darum eigentlich, dass Menschen in einer Gesellschaft, die in einer Minderheitensituation sind, die einer, muss gar keine Minderheit sein, aber wir sagen vulnerabel sind, in einer schwächeren Rolle sind, dass die und ihre Rechte entsprechend geschützt werden. Und wenn man, glaube ich, einen solchen Diskurs fährt und das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit so versteht, nicht als das Recht einer starken religiösen Mehrheit gegenüber irgendwelchen anderen Werten, die Durchsetzung dieser Form von Religion, sondern die Ausübung von Religion eher derjenigen, die Schwierigkeiten haben, ihre Religion auszuüben, dann kommt man, glaube ich, ein ganzes Stück auch weiter und dann hilft es auch, sich eben ein Stück weit zu wappnen dagegen, dass
Religions- und Weltanschauungsfreiheit politisch missbraucht wird. Ich hatte heute und ein, zwei derjenigen, mit denen ich da zusammen war, sind auch gerade mit dabei. Ich hatte heute die Gelegenheit, darüber zu reden, ob es nicht auch internationale Abkommen geben könnte, die ein Stück weit vorbeugen dem politischen Missbrauch von Religion, ob das nicht im UN-Zusammenhang ein diskussionswürdiges Thema ist, oder auch im Rahmen des Europarats. Das sind aber für mich erst Debatten, die entsprechend am Anfang sind. Ich weiß auch nicht, wie man am Ende so etwas ausgestalten würde, aber es gehört definitiv auf die Tagesordnung. Und nochmal, ich will mich dem besonders widmen und würde deswegen auch, mein Büro ist heute auch mit dabei gewesen und hat, glaube ich, fleißig mitgeschrieben, auch das, was heute an Erkenntnissen da war, gerne mit aufnehmen und in einen Diskussionsprozess einbringen, den ich dann am Ende der Legislaturperiode gerne mit einem Bericht entsprechend zum Abschluss bringen würde. Ich will vielleicht zum Schluss nochmal das Angebot machen, mich wirklich zu nutzen, in dem Sinne, dass man dieses Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit nochmal ganz anders international, aber auch im nationalen politischen, menschenrechtlichen Diskurs etabliert. Ich bin überzeugt davon, dass es ein wichtiges Recht ist. Ich bin aber eben auch davon überzeugt, dass wir nochmal andere Zugänge brauchen und auch Teile der Gesellschaft, der Politik, der Zivilgesellschaft, die bisher nicht so sehr in diesem Diskurs mit dabei sind, die mit reinzunehmen. Damit meine ich durchaus auch etablierte Menschenrechtsorganisationen, auch Amnesty International, auch Human Rights Watch und andere, die ich gerne mit in diesem Diskurs dabei hätte, stärker als es vielleicht bisher der Fall war. Ich meine aber auch ausdrücklich meine eigene Partei, die Sozialdemokratie, die Teile in sich hat, die, glaube ich, anschlussfähig sind für einen solchen Diskurs, die aber auch was in der Vergangenheit ein bisschen gefremdelt hat mit diesem Menschenrecht. Und das ist, glaube ich, eine lohnende Geschichte, auch in der konkreten Zusammenarbeit für die nächsten 3 Jahre. Für heute bedanke ich mich erstmal, dass ich die Gelegenheit hatte, hier ein bisschen meine Gedanken mit einzubringen. Wie gesagt, maximal additiv zu dem, was sicherlich an wissenschaftlicher Expertise heute schon hier da war. Und freue mich jetzt auch auf eine Diskussion. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Schwabe. Sie haben das betont, Sie waren nicht dabei, aber tatsächlich haben Sie viele der Gedanken, die heute schon geäußert wurden, wieder hier auch mit aufgegriffen und da eigentlich auch eine erste Antwort darauf gegeben, indem Sie gerade so stark gemacht haben, es braucht vielleicht andere Zugänge, andere Verfahren. Man muss noch mal anders an das Thema drangehen, um auch hier neue Verbündete, sag ich mal, zu finden. Und ich glaube, wir werden diese Frage nachher wieder aufgreifen. Also vielen Dank, dass Sie eben auch diesen inhaltlichen Zugang verbunden haben mit einem persönlichen Angebot und einer persönlichen Agenda. Dankeschön. Ich würde das jetzt gerne so machen, dass ich das Wort den drei Fragenden gebe und Sie haben die Möglichkeit, jeweils direkt auf die Person, die fragt, zu reagieren und Frau Voges wird den Anfang machen. Ja, gern. Hallo, guten Abend, Herr Schwabe. Schön, Sie zu sehen. Ich bringe die erste Frage ein, die sich auf die International Religious Freedom or Belief Alliance bezieht. Und zwar hat diese International Religious Freedom or Belief Alliance, ist gestartet im Wesentlichen als Projekt der rechtspopulistischen Trump-Administration und einiger gleichgesinnter Regierungen. Und inzwischen hat sich die Allianz in eine sehr positive Richtung entwickelt, die mit dem Menschenrechtsansatz durchaus vereinbar ist. Und das ist nicht zuletzt dank des Engagements von liberalen Ländern geschehen, wie zum Beispiel Niederlanden, einigen nordischen Ländern. Und ich würde gerne im Anschluss an diese Überlegung die Frage stellen, könnte die Bundesregierung
die deutsche Bundesregierung einen Beitrag dazu leisten, diese positive Entwicklung zu stabilisieren? Genau, ich merke das ja schon an Ihrer Fragestellung, dass Sie das irgendwie auch gut finden würden. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch gut. Ich habe ja jetzt, also wir haben ja offiziell sowas wie einen Beobachterstatus, aber ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass ich, also ich musste am Anfang erst überhaupt verstehen und habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie die internationale Szene überhaupt ist. Es gibt ja auch unterschiedlichste Formate. Aber ich will gerne im nationalen Kontext eben dieses Thema stärken und will es aber auch international tun und gerne die mit unterstützen, die eben genau nicht im populistischen Sinne unterwegs sind. Ich muss zugeben, das ist bei der einen oder anderen Veranstaltung schwierig, wenn Sie da irgendwie mit Vertreterinnen und Vertretern aus Pakistan, Saudi-Arabien und vielleicht der Türkei dabei sind. Ich erinnere mich, mein erster Auftritt war bei einer UN Konferenz in Genf, virtuell zum Glück nur, wo ich dann direkt nach dem türkischen Außenminister, da sieht man mal, wie auch das da aufgehängt ist, reden durfte, vielleicht aber auch musste, und der dann doch sehr stark ja aus meiner Sicht da eher ja sehr populistisch auch unterwegs war im Bereich des Anti-Islamismus, und ich bin da ja ganz offen bei den Themen, und auf der anderen Seite habe ich eben auch schon Akteure aus Polen, aus Ungarn und anderswo entsprechend erlebt. Ich habe ein bisschen die Geschichte eben dieser Institution studiert, bin aber, wie gesagt, offen, habe mich viel mit Fiona Bruce unterhalten. Die Briten haben ja Schwierigkeiten, allerdings dann, ich hoffe, das bleibt an der Stelle jedenfalls eine Kontinuität. Man ist ja dort immer persönlicher Beauftragter des Premierministers, aber der Premierministerin, das wechselt einen häufiger mal. Also ich kann mir schon vorstellen, das muss aber dann in der Bundesregierung abgestimmt werden, dass wir von diesem Beobachterstatus in eine aktive Rolle entsprechend schlüpfen und genau mit diesem Anspruch, wir stärken diejenigen, denen es wirklich um ein Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit in einem umfassenden Sinne geht. Und ja, deswegen kann ich heute noch nicht verkünden, dass das so ist, aber ich finde den Gedanken jedenfalls sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, gerade die Alliance ist auch ein ganz wichtiges Beispiel, wie man auch entgegenwirken kann. Ja, also wie man schwierige Anfänge doch auch noch anders gestalten kann. Und gleichzeitig, Sie waren da ja auch sehr ehrlich, ist das durchaus auch schwierig, sich da dann angemessen zu bewegen und sich eben nicht selbst instrumentalisieren zu lassen. Vielen Dank dafür, Bernd Hirschberger. Ja, bei unserem zweiten Beispiel geht es jetzt tatsächlich um eine Gruppierung, wo es nicht so gut läuft. Und da habe ich jetzt auch ein paar Visualisierungen vorbereitet. Sebastian, kannst du die einblenden? Es geht nämlich um die Intergroup des Europäischen Parlaments zur Religionsfreiheit. Und wenn wir uns anschauen, die Zusammensetzung der Mitglieder dieser Intergroup, wie sie in der letzten Legislaturperiode war und wie sie in dieser Legislaturperiode war, dann sehen wir sehr deutlich, dass es einen extremen Rechtsrutsch gab und dass sich viele demokratische Kräfte zurückgezogen haben aus dieser Intergroup, dass manche demokratischen Gruppen, Parlamentsgruppen gar nicht mehr vertreten sind. Das ist natürlich eine durchaus problematische Entwicklung und wozu das führen kann, wenn man diesen Raum den Rechten überlässt. Ein kleines Beispiel hätte ich da auch noch vom Twitter-Account von dieser Intergroup. Und was man dort sehen kann, ist tatsächlich, dass der Twitter-Account von der Intergroup dazu genutzt worden ist, einen Tweet zu teilen von der inzwischen doch sehr arg nach rechts außen abgedrifteten ECR-Gruppe, wo den rechtsradikalen Schwedendemokraten zu ihrem Wahlsieg gratuliert worden ist. Also durchaus sehr problematisch. Und meine Frage wäre jetzt tatsächlich an Sie auch als Parteipolitiker, als Sozialdemokrat, welche Rolle könnten Sie sich vorstellen, könnte auch die europäische Sozialdemokratie spielen, um eben dieses Thema auf europäischer Ebene nicht dem Rechtsradikalismus zu überlassen? Was die Rolle der ECR-Gruppe übrigens angeht, ich bin ja Fraktionsvorsitzender auch der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Grünen in einer Gruppe in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Und da ist es übrigens genau dasselbe, dass ich, wenn ich das ja auch nochmal loswerden darf, ich spreche immer von einer Schande, dass und der Vorsitzende ist ein britischer Tory,
dass dort sich die Rechtsextremen aus ganz Europa versammeln. Und ich sage immer, Winston Churchill würde sich im Grabe umdrehen, dass die wirklich mittlerweile den rechtsextremen Kräften in Europa, die am Ende historisch jedenfalls dazu beigetragen haben, das eigene Land anzugreifen, dann schon einen Krieg gestürzt haben, dass die denen sozusagen jetzt wirklich die Hand reichen und die Leiter hinstellen, das ist wirklich unfassbar. Ja, aber würde ich sagen, ja, lasst uns bestimmte Räume nicht einfach anderen überlassen, sage ich übrigens auch im Deutschen Bundestag. Da haben wir übrigens ein ähnliches Problem, dass wir manche Parlamentariergruppen haben, die im Moment sehr stark von der AfD dominiert sind, weil das dann die Parlamentariergruppen sind mit Russland, mit Ungarn, mit Polen und man dann einfach irgendwie auch keinen Bock hat, sich mit denen da auseinanderzusetzen. Aber es hilft ja nichts, weil es wird ja am Ende auch dann nach außen so wahrgenommen und man wird darüber entsprechend kommunizieren. Und ich habe es ja gerade schon in meinem kleinen Beitrag angedeutet. Ich finde, das darf eben nicht passieren, sondern wir brauchen das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit als Verständnis eines Rechtes nochmal von Vulnerablen und nicht ausgespielt gegen andere Menschenrechte inmitten des Menschenrechtsdiskurses. Das ist nichts Exklusives, aber es ist auch nichts irgendwie am Rande der Menschenrechte. Und deswegen kann ich meine Partei, aber auch andere, vielleicht bei den Grünen oder so, nur ermuntern, sich diesem Thema stärker zuzuwenden. Und ich versuche das jedenfalls, das auch ein Stück weit eben zu öffnen. Und beide Seiten übrigens zu stressen. Ich stresse ein bisschen die traditionell sich mit den Themen beschäftigen, weil die dann sagen, weil der Herr Schwabe guckt ja vielleicht doch zu viel auf Randthemen, was macht er da mit den Indigenen? Aber ich stresse eben auch diejenigen, die sich klassisch mit Menschenrechtsthemen beschäftigen und da eher andere Menschenrechte oft im Fokus haben und dieses nicht so. Und deswegen lassen wir uns gemeinsam überlegen, wie man das verändern kann, vielleicht auch mit einer ganz konkreten Initiative gegenüber den Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament. Ja, also beide Seiten stressen, das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, die Frage, wem überlassen wir eigentlich das Thema? Wem überlassen wir eigentlich diese Räume? Die stellen sich ganz vielfach. Die greifen wir nachher nochmal auf, weil ich glaube, das ist sowohl politisch, sowohl zivilgesellschaftlich, aber auch wissenschaftlich. Wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Aber jetzt vielen Dank für diesen Impuls. Und ich gebe das Wort wieder weiter an Herrn Iwitsch. Schönen guten Abend, Herr Schwabe. Sie hören jetzt von mir die letzte Frage von unserer Seite. Wir hatten relativ breit eingeladen zu dieser Veranstaltung, sowohl politische als auch zivilgesellschaftliche und religiöse Akteure haben wir eingeladen und auch international. Ich würde mit der letzten Frage gerne mal auf Deutschland zurückkommen und den Fokus auf Deutschland setzen. Und zwar fragen wir uns, welche Art von Kooperation Sie sich wünschen mit den Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften, um der Gefahr der populistischen Vereinnahmung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit entgegenzuwirken. Ich glaube, ich hing jetzt mal kurz, oder? Ich glaub, ja, wenn es vielleicht den zweiten Teil nochmal, ich glaube, das liegt immer daran, ich bin zu Hause und wenn meine Kinder hier das WLAN nutzen für ihre Spiele, dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Ich habe es jetzt auch anders gemacht. Ja, ich habe. Ja. Also welche Art der Kooperation Sie sich wünschen mit den Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften, um der Gefahr der populistischen Vereinnahmung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit entgegenzuwirken? Ja, sagen wir mal so, ich wünsche mir eben einen intensiven Dialog und wenn ich es mir, also wenn ich's, ich habe mal gesagt, was toll wäre, wenn wir internationale Foren hätten, wo wir Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften zusammenbekommen, die nämlich häufig, also bei fast allen auf der Welt, bis auf wenige Ausnahmen, sind die nämlich immer mal in der Mehrheit und mal in der Minderheit. Und das ist super spannend. Also, und ich stelle mir das super spannend vor, wenn man eben Vertreterinnen und Vertreter eines in einem Land, wo das Christentum in der Minderheit ist und bedrängt ist,
mit Vertreterinnen und Vertretern zusammenbringt, wo das Christentum in einer deutlichen Mehrheit ist und das eben wechselseitig auch macht, dann auch noch mit den Spielarten unterschiedlicher Religionen. Das fände ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Diskurs. Und man, jedes Mal würde ich immer beginnen und die Frage stellen und zu überlegen, nicht sozusagen zu sagen, was alles schrecklich ist, sondern was man eigentlich tun könnte, um die Lage anderer Religionen oder anderer Weltanschauungen im Land oder in den Regionen entsprechend zu verbessern. Ansonsten versuche ich jedenfalls, allen Gehör zu schenken, allen eine Stimme zu geben. Ich versuche das so zu machen, dass ich auch bei Reisen versuche, in den Dialog einzutreten und vorher auch zu kommunizieren, was ich da tue und wie man entsprechend damit umgehen kann, auch bestimmte Fälle, die es aus anderen Ländern gibt, rüberzuziehen nach Deutschland, auch für die deutsche Debatte. Ja, also sich gegenseitig auch da ein Stück weit stressen, miteinander in offenen Diskurs einzutreten, auch Widersprüche auszuhalten. Ich glaube, das ist der Weg. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Das war jetzt ein klares Plädoyer für den Dialog, für den Diskurs, auch mit anderen Religionen zwischen Mehrheiten und Minderheiten. Und wir gehen jetzt in den Dialog. Wir bleiben jetzt mehr in unserer Gesellschaft, aber haben da durchaus verschiedene Perspektiven, die wir an dem Gespräch beteiligen.